Willkommen zurück hier bei Let's Play mit Elemor Schatten. Sie könnten uns doch wenigstens richtige Werkzeuge zum Beispiel geben. Sei froh, dass du überhaupt die Werkzeuge hast. Und die geliebten Massen, um sie zu nutzen. Hey, hast du schon gehört? Die Widerstandskräfte haben die Sklaven vom anderen. Habt ihr keine zu großen Hoffnungen? So, die beiden sind jetzt weg. Komm ran da. Der Sklavenaufseher. Was hat ihn so gereizt? Die Widerstandskämpfer haben ein paar Sklaven befreit. Und nun hat er es mit dem Häuptling zu tun. Habt ihr das gehört? Dieser Uruk wurde erschlagen! Na, und ich weiß auch, wer gleich folgen wird, dass du nicht mal hierher kommst, Mensch. Muss ich den zweiten auch noch wegmachen? Kommt da endlich mal her. Diesen Idioten muss man die Dummheit aus dem Leib prügeln, wenn sie sich nicht mal einfache Befehle merken können. Das wäre jetzt einer der beiden, dann irgendwann langsam mal weg wäre. Weißt du, wäre dann um einiges einfacher. Eine Leiche! Einer von uns! Ja, dann geh da doch mal hin und guck doch mal. Mensch. Das ist eine Verschwendung meines Talents. Ich habe es satt zu suchen. Ja, dann geh doch mal irgendwo in die Nähe, wo es irgendwas bumm macht. Ja, sonst haut er doch nicht ab. Wir sollten ein paar Sklaven in diese Höhle. Was war das? Hab ich mir wohl nur eingebildet. Wir finden schon etwas anderes zum Töten, keine Sorge. Ja, aber erstmal musst du da hin. Da. Hab's mir bloß eingebildet. Zurück an die Arbeit! Mozo und Tumhorn haben sich wieder in die Haare gekriegt. Ha, dieser Dummkopf Tumhorn lernt es nie. Warum versucht er es überhaupt? Der kann nicht gewinnen. Warte, ich rieche etwas. Wahrscheinlich nur Ratten. Zurück an die Arbeit. Für neue Kleidung gehen. Diese fällt mir schon fast vom Leib. Ja, meine auch. Was würde ich für ein neues Paar Schuhe geben? Oh, ich sehe Gelegenheit! Das, was die Menschen schlechtes Wetter nennen, ist das beste Wetter für einen guten Kampf. Ein wenig Regen und Schlamm und sie können nicht mal marschieren. Jede Kreatur, die so schwach ist, verdient einen grausamen Tod. Verlassen.
Jetzt wird sich endlich etwas ändern. Der Hauptmann ist tot. Die kleine Christ. Was ist das? Ich. Du! Mensch, ließ Uruk verrecken. Jetzt tötet Uruk Abschaum. Ja. Spüre meine Klinge! Zack, tschüss. Ohne Konsequenzen. Damit der wirklich mal stirbt jetzt. Deine Schreckensherrschaft ist vorbei. Endlich, ey. Meine Güte, ging mir aber auf den Sack. Der Sklavenmeister erlöst die Gefangenen zu schnell von ihrem Leid. Er sollte ihnen zumindest die Augen ziehen, damit sie sich noch ansehen können. Du dumme Made, red nur so weiter, du wirst noch vor dem Henker enden. Ah, hier fühle ich mich irgendwie gleich viel, hier ist alles viel angenehmer irgendwie. Tuka. Jemand hat ihn getötet. Sagen wir, gehen mal hier rein, sammeln das eben mal auf. Schützen sind Feiglinge. Sag zumindest Gorgum. Der weiß. Der weiß alles. Ist klar. Also gut. Ihr seid jetzt nicht mehr so mutig, was? Haltet sie fest, Leute. Nimm deine dreckigen Finger von mir. Es ist doch ganz einfach. Schlage auf die anderen schneller und härter ein, als sie auf dich. Aber wenigstens hast du es versucht. Versuch's nächstes Mal doch einfach richtig. Das wird wehtun, sehr sogar. Aber so lernst du, wer hier das Kommando hat. Nein, nicht der alte Brenner! Alles nur nicht der alte Brenner! Interessant. Noch nicht, wovon er redet. Diese Uruks haben ein verdrehtes Verständnis von Gerechtigkeit. Das ist keine Gerechtigkeit. Das ist das stetige Ausmerzen der Schwachen zugunsten der Starken. Diese kleine Kreatur gesehen, die alle suchen. Haltet die Augen offen! Gemeuchelt? Habe ich da gerade etwas gehört? Ich glaube, ich gehe mal hier durch. Dann gehe ich hier hoch und gehe weiter hoch, nochmal hoch. Jeder Uruk, den ich töte, macht mich nur zu einem noch besseren Krieger. Ich hab 'ne Idee. Das war er, ich weiß es, aber er ist weg. Ja, jetzt hat mir vielleicht doch ein bisschen den Arsch gerettet gerade. Weiß man ja nicht. Ich brauche Pfeile. Wenn du mich fragst, gibt es in Udun. Man sollte uns nach Norn schicken, dort ist immer etwas. Ja. So. Ein Grab ist ausgebrochen. Und nun soll ihn jemand einfangen.
Ich mach. Ich hab Besseres zu tun. Lass ihn laufen. Vielleicht zerstampft er ein Gule. Ich bin mir sicher. Menschen, so. Freibahn. Ich zermalme und begrabe dich, wie du es verdient hast. Ja, mach mal. Ich werde dein Blut trinken. Zack. Weg. Komm schon, Waldolf. Bin da. So. Sehr schön. Gucken wir mal, was hier so schön ist. Machen wir mal so. Vielleicht kriegen wir. Vielleicht ist das ja gar mal so verkehrt. Mit dem Klingenhagel. Was haben wir denn da für neue? Du hast schon erhöht den durch Waffen verursachten Schaden beim Reiten von der Bestie. Ja, die Bestie habe ich noch nicht lange geritten. Das hört sich komisch an. Schlechtentötungen mit einem Bogen. Okay. Naja. Ach du Schitte. Prozent, das bei einer Schleichbrandmarkierung, okay. 20% bei einer Tötung, terrorisieren, okay. Schaut bei von 40% regenerieren, wenn ein Kopf, nein. Stellt bei jeder abgeschossenen Aufzehrung oder Brandmarkierung, ja, ist auch doof. Wollen wir über Zeiten mal nochmal genauer angucken. So, jetzt sind die beiden hier weg. Jetzt schauen wir erstmal. Ach komm, machen wir den mal. Ja. Amok-Fleischreißer. Wo ist er denn? Töte die Uruks so schnell du kannst, um den Zorn des Häuptlings zu wecken. Ich habe gehört, dass die Orks Angst vor den Karagor haben. Ängstliche kleine Kinder. Sei nicht so ein Narr. Eine Frage ist mit den drei stärksten Orks. So. Da ist er. Schauen wir mal, der Typ unter ihm, der ist ja er hier. Ah. Angst vor Fliegen, allerlei Schaden durch Torschüsse und berittenen Dingern. Sieht's bei ihm aus. Wie du hier herumlaufen. Du machst nicht das Ärger. Reiz mich. Was war das? Oh,
ich kein zweites Mal rein. Ich habe ihn fast. Dafür bleibe ich nicht hier. Wir sehen uns. Komm runter und tanze. So nicht. Hältst dich für stark, du dummer Tag. Sauron wird euch alle zermalmen. Ach ja, meinst du? So, wenn der dann nochmal lebt, ne? Dann läuft hier irgendwas falsch. Okay, Gesundheit zu erlangen. Ja, ja. Ihr Schwächlinge, meine Güte. Sag ich. So, und den wollte ich auch noch kaputt machen, weil der Typ mich auch noch, ne? Ist sicher nicht leicht, ein Häuptling zu sein. So viele Befehle zu vergeben und dann muss man auch noch den Waldläufer aufhalten. Komm her, komm, Zwappa. Zack. Die Sklaven können schnell rennen, wenn auch nur ein Stück weit. Aha. So, Festmahl. Warte mal, erstmal gucken, was da sagt. Überhaupt. Togut der Verderber. Brauche ich den überhaupt? Ja, der hat eine Verbindung zu dem Typen da. Das ist Macht 5, na gut. Ran an den Speck. Falls du den Narren zu... Sauft euch hagelvoll, ich werde das tun. Schauen wir mal. Unbeholfen, kann angegriffen werden. Okay, kann ergriffen werden, okay. Schleicht, okay, ich kann ihn auch wieder einfach so weghauen. Einfach Schnauze. Einfach Schnauze. Hast du das gehört? Dreh dich um. Ich überwiege dich, nie dazu zu überreden. Über 10, falls der Waldläufer auf mich raufspringen will. Eine Leiche! Hier ist eine Leiche! So. Ach ja.
gehört, dass diese Kreatur hier wieder rumgeschnüffelt hat. Sie ist leider schon wieder entkommen. So. Ich würde ja fast sagen, es lichtet sich, aber auch nicht mehr wirklich. Eigentlich nicht wirklich. Gollum giert danach. Okay, es ist Gollum. Und da hat jemand einen Plan. Ich würde mal sagen, wir machen mal ein bisschen Story weiter rum. Schmiedeturm. Ah, okay, das müsste ich dann erstmal freischalten wahrscheinlich. Ich bin da hinten am Arsch der Welt auch gerade. Gut, gehen wir erstmal dahin. Guck mal, ob wir da so ungesehen durchkommen. So, dann gehen wir. Ja. Ich würde mal sagen, ach, machen wir erstmal Gollum mal wieder kommen. Oha. Da muss ich aufpassen. Haut euch einfach gegenseitig da weg, ist kein Problem. Ich frage mich, wie der Hammer so stark werden konnte. Was meinst du, wo er trainiert hat? Aha. Da 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 da. Ein guter Schütze hat seine Armbrust immer schussbereit. Wo soll der Turm sein? Da hinten, okay. Dann schalte ich mir erstmal den Turm frei. Ja, wirklich finden tue ich hier aber nichts. Nein, der ist zu dumm. Vor allen Dingen, der ist zu dumm, ja. Ich weiß nicht, ob die Orks unbedingt mitreden müssen. Ich hörte, einige Sklaven hätten wegen der Zustände in einem anderen Lager gegen diesen Lager. Zack, zack. Und bam. Diese Türme der Elder stammen von jenseits der Zeit. Schön, schön, schön. Schauen wir mal. Ah, da unten. Anfällig gegen berittene Bestien, Alayatan und Morgoth fliehen. Da Ärger machen will. Das Problem ist, man hat momentan nirgendwo fliegen. Trumbok hat ihn nur kurz gesehen und ist schreiend wie eine Bleichhaut davongerannt. Zeit zu sterben! Seht nur! Nur mit deinem Feuerzauber kannst du mich nicht töten! Komm her. Komm her. Nur noch. Doch noch mal. Endlich ein richtiger Kampf. Die Bleichhaut ist längst weg. Guten Tag. Ich glaube, da hat sich etwas verwirrt.
Ja! Mein Sieg! Der gehört mir! So, meine Güte. Du entkommst. Ich hab ihn gleich erwischt. Oh oh. Zieh dich nicht so und kämpfe. Mhm. Feiger Abschaum, einfach abgehauen. Feiger Abschaum, genau. Ich weiß ja nicht, eins gegen so und so viel ist natürlich auch ein bisschen. Hallo. Erstmal mal so ein bisschen rüber. So, dann geht's hier rum. Bin froh, dass wir den Hauptmann los sind. So ein nutzloser Haufen Schrack. In der Tat. Sonst wäre er wohl kaum von einem Karagor gefressen worden. Sein Nachfolger wird nicht so ein Schwächling sein. Waren Anführer bekommen. Meine Güte, wo ist denn diese Scheiße, ey? Bitte zur Entschuldigung, nicht Scheiße. Wo ist das Ding denn, Mensch? Ist doch da oben. So. Los hoch, Mann. Meine Güte. Jetzt am besten springt er noch runter, ey. Das wäre das Beste gewesen. So, damit hätten wir den auch. Und dann würde ich sagen, ja. Was haben wir hier noch so Schönes? Gollum machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.